Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge sind wir hier zu dieser Stelle gekommen und da hat uns der gute Herr hier, dessen Namen ich ständig vergesse, gesagt, dass wir uns hier um diese vier Schreine kümmern sollen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Geradeaus und links. Es ist immer so ein bisschen... Ich denke mal, dass ich nur den Wegen folgen kann. Aber hinter ihm kann ich auf jeden Fall... Oder oben sehe ich übrigens gerade was. Hinter ihm kann ich auf jeden Fall entlang. Das müsste rein theoretisch auch ein guter Weg sein. Ja, da sehe ich schon was leuchten. Schräg geradeaus. Also eigentlich links hoch müssten wir dann weitergehen. Ich sehe was nicht aufgehen möchte. Warum nicht? Hallo, geh mal auf. Wieso gehst du nicht auf? Gehst du erst auf, wenn ich hier die Verderbnis beseitigt habe? Hallo? Ich habe das Gefühl, wenn ich mich wegdrehe, geht die auf. Zumindest hört sich das so ein bisschen so an. Moment, da hinten sind blaue Steine. Ach ja, das ist auch das, wo wir hin müssen, so wie es aussieht. Kann natürlich sein, dass das wirklich danach erst aufgeht. Hier ist eine Knospe. Okay. Also, den konnte ich anleuchten, aber das bringt uns nicht wirklich was. Ach, ich bin ja auch so doof. War das zu schnell oder muss ich den anschießen? Oder geht es hier um die Verderbnis? Okay, anschießen offenbar nicht. Die Frage ist nur, ich kann ja jetzt... Over there. Noch greifen sie mich nicht an. Aber hier sind Splitter. Das irritiert mich. Normalerweise greifen die mich ja immer liebend gerne sofort an. Moment, hä? Wie freigeben? Was freigeben? Ach so! Okay. Dann dahin. Nein, falsche Taste. Da. Wobei vermutlich muss das auf die andere Seite gelegt werden. Dann haben wir hier noch irgendwo... Moment, da hinten haben wir noch was. Over there. Ja. Das sollte theoretisch funktionieren. Okay, wir versuchen es einfach mal. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Ja. Wo musst du hin? Wo musst du hin? Wo musst du hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
ich sehe gerade überhaupt nichts hier. Was soll er denn machen? Wo? Kann der Typ mir das nicht vorher mal sagen? Dreh dich doch... Och, Mädel, dreh dich doch mal um, sodass ich auch was sehen kann. Ja, langsamer ging's nicht. Toll. Das ist echt... Also, wenn man das Ding trägt, ist es echt scheiße gemacht irgendwie, weil man kann sich nicht umdrehen und nichts. Kannst du mir nicht mal einen Hinweis geben? Ja, toll. Stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Du mich auch. Okay, aber hier ist doch nichts, was ich irgendwie säubern müsste, oder? Oder habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ach, Moment, da hinten. Doch, da auf der linken Seite. Das könnten wir eventuell. Wieso kann ich die jetzt... Jetzt kann ich sie wieder. Okay. Ich darf nicht mitgehen. Ja, das ist das Problem. Wenn ich mit da reingehe, dann wird das nämlich zerstört. Und der ist noch nicht... Oder? Die andere Kugel ist jetzt gereinigt. Hä? Aber ich denke, ich muss mir hier irgendwie den Weg frei machen, damit ich dann überhaupt dahin kann. Wie komme ich dann hier rüber? Ich meine, selbst wenn ich da, aber ich kann ja nicht gleichzeitig ziehen lassen. Was mich auch irritiert, ist, dass das Ding überhaupt nicht aufgeht, selbst wenn ich die Verderbnis weg habe. Hm. Ja, das ist jetzt in der Tat etwas tricky und ich stehe hier scheinbar ein bisschen auf dem Schlauch oder so, keine Ahnung. Geh doch einfach da hoch, mein Gott. Das ist ja auch so extrem hoch, dass man nichts machen kann. Das heißt aber wirklich, ich kann nur hier stehen bleiben, aber ich kann da nicht hochhüpfen mit dem Ding. Obwohl ich eigentlich dahin müsste. Das ist doch Mist. Das ist wirklich Mist. Och, geh einfach darüber, Mann. Ich glaube nicht, dass der da jetzt irgendetwas... Nee. Hm. Wahrscheinlich ist das gar nicht dafür gedacht, dass der überhaupt hier hinkommt. Also der ist jetzt genau an der Stelle. Aber trotzdem kann der das damit nicht kaputt machen. Hm. Es wäre... Ah, Moment, da ist noch was. Oh, sag bloß, ich bin jetzt die ganze Zeit zur falschen Stelle gegangen. Das wäre jetzt natürlich... Ja, komm, hier rüber, hier rüber. Gucken, ob wir da weiterkommen dann. Okay.
Aber wofür brauche ich den jetzt? Da hochzukommen wahrscheinlich eher nicht, oder? Tja. Kann ich das unbegrenzt hinstellen? Nee, anscheinend nicht. Das kann nur irgendwo da in direkter Umgebung hingestellt werden. Aber wofür soll ich das brauchen? Das ist jetzt irgendwie. Ich meine, ich könnte es jetzt theoretisch hier hinstellen, aber. Bringt mir. Nein! Och, bringt mir das irgendwas? Ich meine, ich komme ja theoretisch auch so hoch, oder? Oder auch nicht? Jungs, ein bisschen schneller hier, ne? Ja, kein Thema. So kann man es auch hinstellen. Ist das jetzt euer Ernst? Moment. Okay. Oje. Okay, so kommt man aber auf jeden Fall schon mal hier hoch. Das ist gut. Ob das jetzt richtig ist, keine Ahnung. Ach so, da komme ich dann nachher dahin, wo ich jetzt aber eigentlich noch nichts machen kann, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ich gehe aber trotzdem mal eben gucken. Der ist auf jeden Fall hier. Da brauchen wir wahrscheinlich die Relikte für, nehme ich mal an. Das ist auf jeden Fall nicht aktiv. Ja, das wird, denke ich mal, aktiv, wenn die Relikte The hier Guardian sind. Tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines and the door will open. Ja, oder so. Okay. Da gehe ich, naja, eigentlich wieder zurück, aber auch zu dem anderen Schrein. Na, wieso kann ich euch da nicht drauf? Muss ich das echt anschießen hier? Fresst euch satt. Moment, da kann ich sie doch. Ich wollte gerade sagen, da kann ich sie doch auch nochmal drauf. Eieiei, okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier haben wir noch was. Hallöchen. Wie die das dann aber auch immer sagt. Hallo. Go get it. Komm, das sammeln wir auch noch ein. Sehr schön. So, in die Richtung liegt der nächste Schrein. Gehen wir doch da erstmal hin. Ich will keine Verfluchten machen. Fresst euch erstmal eben satt. Ich hasse verfluchte Kisten. Aua, 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 aua.
Den hasse ich, den hasse ich. Mann, nimm es doch einfach an. Ach, komm, ey. Warum kann man nicht vernünftig anvisieren? Hallo, wieso läuft die jetzt von selber? Das ist doch scheiße, wenn man das jetzt auch noch in einer kurzen Zeit machen muss. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob jetzt noch andere Feinde gekommen wären oder ob das die einzigen waren. Komm, 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 komm. Nein! Och komm, nur weil er mich jetzt geschlagen hat oder was? Willst du mich verarschen? Oh, ist nicht euer Ernst. Ich will noch mal eben was gucken. Und zwar haben wir doch diesen... Halte RT und drücke X, um einen Rotthammerschlag zu erzeugen. Das müsste vielleicht ganz hilfreich sein. RT ist dann, glaube ich, unten, oder? Und X muss ich drücken. Hä? Halte RT und drücke... Moment. Ne, da muss das aber links unten sein. Aber im, also hier quasi. Und dann im Kampf. Könnte ich jetzt nochmal ausprobieren. Aber das ist so wenig Zeit. Das ist total ätzend. Okay, es funktioniert nicht. Nein, wo ist der andere denn jetzt? Kommt er jetzt gar nicht mehr? Mann, ihr müsst doch einfach an, Mann. Komm, ey. Das ist doch nicht normal. Man drückt immer die gleichen Tasten und es funktioniert nicht. Also ich lasse die Kiste jetzt erstmal für später stehen. Ehrlich gesagt, das ist zu nervig. Ich mache immer das Gleiche. Und dann visiert die das nicht vernünftig an und kriegt es nicht auf die Reihe. Das ist echt ätzend. Vor allen Dingen diese saudumme Sache. Ach, das ist jetzt angegangen, okay. Diese saudumme Sache mit dem, mit der Zeit. Also ich weiß nicht, wer sich den Scheiß da jetzt ausgedacht hat. So, dann habe ich zwei, die funktionieren. Was bringt mir das? Da hinten ist noch was. Drei. Aber was bringt mir das? Hatte ich den da oben schon? Habe ich drei innerhalb von diesen Geräuschen. Ach so, da war ja noch ein vierter. Okay.
Oh, ich wollte gerade sagen, sind die jetzt gut oder böse? Och, komm, schlag doch einfach danach, Mann. Ja. Und nun? Kommen jetzt noch mehr? Hallo? Oder muss ich das jetzt nochmal von vorne machen, hä? Leute? Gegner? Hallo? Keine Ahnung. Ich versuch's jetzt irgendwie nochmal von vorne zu... Also das Gleiche nochmal zu machen. Wenn ich den Sinn jetzt irgendwie nicht sehe. Oder sollte ich die jetzt läutern? Ehrlich gesagt, ich verstehe den Sinn jetzt nicht so ganz. Also wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch. Also eben hat es nicht geklappt. Jetzt hat es beim letzten aber mal geklappt mit dem Anvisieren. Deswegen, ich probiere das jetzt nochmal und versuche dann mal, anstatt die zu bekämpfen, die irgendwie zu läutern. Was sehr unlogisch ist. Aber andererseits, die tauchen ja nicht so auf wie die anderen. Also denke ich mal, es könnte sein. Komm, ey. Aber den kann man jetzt wieder nicht läutern. Doch, jetzt. Ja, aber damit greife ich die nur an. Hm. Ich verstehe den Sinn jetzt irgendwie nicht, ganz ehrlich. Was soll man denn hier tun? Ich meine, es ist ätzend, aber ich mache von mir aus weiterhin irgendwelche Horden von Gegnern, aber... Da weiß ich dann wenigstens, dass ich... Also, was ich tun soll. Das ist irgendwie seltsam jetzt hier. Habe ich hier gerade was gefunden? Hallo? Warum hängt ihr denn alle hier? Hm. Komisch. Okay, das können wir noch alles einsammeln, aber das bringt uns natürlich jetzt nichts. Ich gucke nochmal eben in deine Ecke, ob da noch mehr war als das, was ich gesehen habe. Ah, okay. There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. Okay. Also das ist jetzt aber nur eine Erinnerung, ne? Das soll jetzt kein Hinweis auf irgendwas sein, oder? Hm. Ich schau mal im... Also das sind die Steine, das ist klar. Was ist das da? Das ist wahrscheinlich der... Das ist wahrscheinlich diese... Dings hier, ne? Die ich läutern muss, nehme ich mal an.
Die Blüte. So, das wollte ich sagen. Da oben ist noch was. Das sind wahrscheinlich dann die Ziele, wo ich hin muss oder so. Hinten kann ich mich nochmal hochziehen lassen. Ja. Da ist irgendwie... Ach, da oben ist noch so ein Ding. Okay. Aber was das links war, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte doch vorhin eine Blume gesehen, die mich... Ach, da oben. Die mich ziehen könnte. Vermutlich wird die mich aber nur ziehen, wenn ich... Ah nee, die hatte ich gesehen, genau. Okay. Schauen wir erstmal danach, weil das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Ich weiß nicht, was man da jetzt tun soll. Da ist die nächste Verderbnis. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Moment, da ist noch eine, aber die... Kann ich noch nicht aktivieren. Irgendwas höre ich hier doch. Weiß nur nicht was. Da oben ist auf jeden Fall auch nochmal. Ach so, das ist aber dann wahrscheinlich nicht das, also nicht dieser Schrein, den ich läutern muss, sondern einfach nur, um hier diese Gegend von der Verderbnis zu läutern. Was ich natürlich auch gerne machen würde. Wo ich aber nicht weiß, kommt das jetzt nach hier runter? Nee, ne? Das bringt mir nicht allzu viel. Okay. Tja. Ehrlich gesagt, ich bin hier ein bisschen ratlos. Und ich finde es jetzt auch blöd, wenn wir jetzt hier unterbrechen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt schon auf die halbe Stunde zugehen. Ach, unter mir ist die. Ja, ja, okay, das ist die, mit der wir eben gekommen sind. Dass wir jetzt schon auf die halbe Stunde zugehen und ich die Folgen ja, wie gesagt, nicht zu lange machen möchte. Deswegen werde ich wohl oder übel mal schauen. Hier ist noch was zum Einsammeln. Ja, mal schauen, ob ich hier irgendwas entdecken kann, was uns jetzt weiterhilft. Da komme ich jetzt wieder zu der Verderbnis. Moment. Ah ja, das war die Verderbnis, wo wir nicht weiterkamen, ne? Also ich denke mal, dass wir erstmal das hier machen müssen, aber... Aber ich habe keine Ahnung, was es jetzt mit den Sachen hier auf sich hat. Also ich kann ja mal versuchen, irgendwie was anzuschießen oder sonst was. Aber ich bin im Moment ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was ich hier jetzt genau machen soll. Ich denke, es hat wirklich was mit diesen Eulen zu tun. Ja. Aber ich weiß nicht genau, was. Ob die irgendwie... Das kann ja auch nicht sein, dass die über der Blüte dann kaputt gehen müssen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir hier wirklich erstmal einen kleinen Cut machen und ich hoffentlich mit etwas weniger Verzweiflung im nächsten Video weitermachen kann. Bis dann. Ciao.